Jesus wird nicht vom Gericht und es heutzutage kein verurteilt. Die Menschen von Jerusalem führen Jesus zum Statthalter Pontius Pilatus. Der war sowas wie ein Bürgermeister und wollte mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben. Aber das Volk führte Jesus zu Pilatus und der kennt sich einmal gar nicht aus und weiß ja nicht wirklich, was er jetzt mit Jesus machen soll. Aber weil das Volk nicht aufgehört hat zum Schreien und zum Schimpfen, hat Pilatus was machen müssen. Und da hat er den berühmten Spruch gesagt: Ich wasche meine Hände in Unschuld, was so viel heißt wie: Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Und so übergibt er die Verantwortung über Jesus eigentlich im schreienden Volk, damit die machen sollten, was sie für richtig halten. Ja, und Händewaschen ist vielleicht genau das richtige Stichwort für uns, weil Händewaschen hat in Zeiten von Corona immer mehr an Bedeutung gewonnen. Deswegen gibt es von uns heute eine Anleitung von einem ehemaligen Rettungsmitglied, wie sich richtig die Hände waschen kann, damit man, wie Pilatus, mit der Corona-Sache gar nicht erst in Verbindung gebracht wird.